Hallo zusammen, da sind wir wieder. Ich bin der Markus in einem neuen Outfit, okay, in einem alten neuen Outfit. Und links vor mir der Frank, der auch in seinem alten neuen alten Outfit immer noch aussieht wie. Ach nee, du warst ja hier dieser vernarbte Russe, ne? Richtig. Du guckst so böse. Klar, ich habe keine Sonnenbrille. Ja gut, Ich im habe es Nachhinein. vergessen. Ja, das im Nachhinein bereue ich das auch ein bisschen, die Sonnenbrille genommen zu haben, weil es ist irgendwie meistens eh Nacht oder Schneesturm oder so. Mit einer Sonnenbrille kommt das dann nicht so cool. Das hier sind unsere Hauptcharaktere. Warum haben wir diese heute gewählt? Wir werden eine kleine Spezialfolge machen. Heute kam nämlich ein neues Update und zwar klarer Himmel. Ich glaube, der Frank hat es auch schon markiert. Ich markiere es aber, Die glaube Abzug ich, auch wegen der nochmal schnell Dampfsaugen gehen selber. weiter, aber es ist ein neues, ernstes Ja, Problem Laulau. aufgetreten. Einige Rikers haben eine Flugabwehrstellung des LMB besetzt und sie haben Ex-Soldaten in ihren Reihen. Das bedeutet, sie können unsere Hubschrauber abschießen und sich den Nachschub holen, darunter modernste Division-Ausrüstung. Wir können nicht zulassen, dass sie den Rikers in die Hände fällt. Wir müssen das unbedingt verhindern. Laut meinen Informationen wird die Operation von einem von Barretts Stellvertretern geleitet, einem Sträfling namens JT Falk, auch Slider genannt. Viel Glück, Agent. Sie werden es verdammt nochmal brauchen. Die Abwürfe in der Dark Zone gehen weiter, aber es ist ein neues, ernstes Jetzt Problem erzählt ihr das aufgetreten. nochmal. Einige Rikers Die haben ganze eine Zeit hat sie es nicht erzählt, Flugabwehrstellung jetzt des erzählt sie LMB es 100 besetzt und sie Mal. haben Ex-Soldaten in ihren Gut, Reihen. sie hat mir Das vorweggegriffen, das bedeutet, war sie eigentlich können genau unsere das, was ich Hubschrauber auslösen abschießen wollte, und sich damit den wir kurz Nachschub mal holen, hören können, was die darunter Laula uns zu modernste erzählen hat. Division-Ausrüstung. Aber ich finde Wir einmal können reicht, nicht die ist ganz schön zulassen, dass den aufdringlich heute. Rikers in die Hände fällt. Wir Ja, die müssen hat uns das lange nicht unbedingt gesehen, verhindern. Mensch. Wenn die mir das ja stimmt, die Laut kennt nur meinen die anderen zwei, Informationen wird die ne? Operation von einem von Barretts Stellvertretern geleitet, Ich bin mal einem gespannt, ob ich mit Sträfling ihm hier noch namens spielen kann. JT Falk, auch Slider genannt. Ja, ich finde es Viel halt Glück, gut, ne? Wir haben Agent. ja den Sie Angriff werden der es verdammt Klonkrieger nochmal hier. brauchen. Gleiches Du Outfit, bist. gleiche Waffen. Naja, du bist. Dich nenne ich Dimitri. Du siehst aus wie ein Dimitri. Oder wie ein Nikolov. Darfst du dir aussuchen. Finde ich beides kacke. Hast du einen besseren russischen? Ich will heißen Juri Orlov. Das kommt mir aus irgendeinem Gangsterfilm bekannt Ich wollte vor. gerade sagen, woher kenne ich denn Juri Orlov? Ist das nicht der Typ von GoldenEye, Wir verlassen James unser Ziel. Bond? Wie ist diese beschissene Welt so zu Ihnen? Kann ich Der mir in dem nicht. Hawaii-Hemd, der Programmierer? Kann ich mir nicht vorstellen. Weil er mir Oder zu. ist Juri. Er kommt mir zu bekannt vor, der Name. Woher kenne ich denn Juri Orlov? Oder war Leute, das von. schreibt mal in die Kommentare, wer Juri Orlov ist. Ich weiß es nicht. Oh, guck mal, währenddessen. Ah, wo sind denn die? Ich würde gerne mal endlich wieder die Waffen testen. Nicht mal so mit vernünftiger Durchschlagskraft. Ach ja, drüben links stehen sie doch. Oh, habe ich das vermisst. Ja, hammergeil. Wahnsinn. Hab ich Ein das Kurzschuss, ein vermisst. Treffer, ein Toter. Doof ist natürlich nur, dass wir nichts mehr sammeln müssen. Also wir laufen jetzt mal zu der neuen Mission Klarer Himmel. Ja, man soll die zu viert machen. Wir versuchen es einfach mal zu zweit. Nur um mal reinzuschnuppern. Hey, hier rechts sind noch welche. Aber ich will, weißt du was? Ich will da mal reinrennen. Ich möchte gerne mal wieder meine schöne Vektor. Oh Gott, Lila, nicht? Wie habe ich geil. das vermisst. Okay. Lila? Brauchst du noch lila Ja. Sachen? Nein, aber ich krieg sonst nur Grünes in dem anderen Charakter gedroppt. Jetzt was Lilanes aufploppt zu sehen, ist es einfach wie Weihnachten. Was hast denn du als Hauptfähigkeit, also L1, R1 zusammen? Was hast denn du da? Warte, da muss ich nachgucken. Das weiß ich tatsächlich nach so langer Zeit nicht mehr. Wo konnte ich denn nochmal nachgucken? Fähigkeiten. da habe ich Taktiklink tatsächlich. Was ist das? Ist das Rüstungsding? Es steigert den von Anwendern von allen Verbündeten in der Nähe verursachten Schaden. Ah, sehr gut. Sehr schön. Oh, überall Gegner. Oh, ist das herrlich. Hey, lass den JTF-Typen in Ruhe. So nicht, Freunde. Von links ist noch. Ah, Oh, hier, wöchentliche Ding, 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 Ding. Jetzt kloppen wir die ganzen Na. Aufgaben. Läuft bei uns. Ach, hier, guck mal, ein Sniper, der will's aber wissen. So. Hat er Pech gehabt. Oh, JTF. warte. Es ist egal.
Geh mir nicht an der Hose, ey. So ein Ferkel. Kniet er sich vor mir hin und lässt mich nicht vorbeilaufen. Da fahr ich vielleicht aus. Ich glaube, so kommen wir nie ans Ziel. Das gut, ich hätte eingangs Bedenken, dass wir die Folge nicht füllen können, aber ich glaube, das werden wir entspannt schaffen. Leckerlich. Ich bin so gerührt. Oh. Eine Shelljacke Stein. Boah, die ist ganz schön schwer. Aha. Steinreich. Auch das. Irgendwann nicht. Ich habe gerade gesehen, ich habe 1 Million Credits hier. Leider kann man keine Kohle übertragen auf den anderen Charakter. Was hast du? 1 Million Credits. Nett? Echt? Ja. Ich habe irgendwie 150.000 oder so. Siehst du mal, wärst du hier so wie ich, ein jüdischer, russischer Juri Orlov? Alter, Sparfuchs. Genau. Oh, was ist denn hier los? Wer seid ihr denn? Da geht spielen. Da geht sterben. Hast du gesehen, wie weit er geflogen ist? Nein. Ich habe einen leichten Hörsturz erlitten. Entschuldigung, wo stehst du? Hier, ne? Schau mal, wo ich stehe, wenn du da überlebst. Hier. Hier stand er, als er hochgegangen ist. Und hier. Hier ist er gelandet und liegt jetzt halb in einem LKW. Ich sehe ihn nicht. Bei mir ist er verschwunden. Okay, der ist einfach mal gefühlt 25 Meter wie eine Silvesterrakete durch die Luft geschossen. Ich hoffe, dass ich das in der Aufnahme später, wenn ich sie durchgucke, nochmal sehe. Das sah einfach zu geil aus. Ich würde auch lachen. Was explodiert denn hier drüben? Keine Ahnung. Bei mir ist da nichts. Oh, hier liegt ein Kinderwagen. Da rennt auch eine Frau weg. Die hat ihn bestimmt umgestoßen. Das war ich nicht, tschö. Sie hat den getötet. Den Kinderwagen. Na, guck mal, überall streiten sie sich. Hier hat sich nichts verändert. Hat die am Black Friday so abgehen, Mann. Das ist mein Snickers. Wenn es mal wieder länger dauert. Ja. Jetzt mit Nüssen. So, sind wir jetzt mal bald da. Jawohl, 80 Meter. Aber ich glaube, wir werden so versagen. So, Ziel erreicht. Klarer Himmel. Agenten finden. Achso, wir können die gar nicht zu... Achso, siehst du, wir können das gar nicht zu zweit spielen. Warum hilft uns denn niemand? Schwierigkeit. Ich dachte, sie würden wollen wir mit Fremden spielen? Ich denke, ja. Erforderlicher Ausstattungswert? Genug. Also ich muss Gruppenleiter sein. Ja, gut, du bist Gruppenleiter. Juri, mach mal. Ich mach mal. Da. Die Rikers können alles abschießen, was in die Nähe der Sam-Stellung kommt. Wir müssen die Stellung ausschalten. Aber wenn sie die Wissenmaterial in die Hände bekommen haben, würden die Karten... Ich wollte da noch gar nicht reinraufen. Reinraufen. Ich wollte noch gar nicht reinlaufen. So, was haben wir denn? Veteran 07 und Phil 223 Phil. Eifel? 2-2 Dreifel. Dreifel ist wie Zweifel. Ich habe auch meine Zweifel. So, es geht ins Geschehen. Ja, ich bin gerade auch schon mal reingelaufen. Genau, kurz mal Fitness. Okay. Veteraner 7, wir sagen Hallo zu unseren Freunden. Hallo, Servus, Vierti, Grüß Gott. Mayday, Mayday, mehr für ich wurde abgeschossen. Mein Bein, oh. Ich komme hier erstmal nicht weg. Versuchen Sie durchzuhalten und bleiben Sie in Deckung. Wir schicken Agenten. Muss mal kurz umgucken. Sieht schon krass aus. Spannungsmusik ist schon aufgebaut. Ich habe nur irgendwie Angst, dass die jetzt hier gleich von überall angerannt kommen. Auf der Karte die grüne Wolke im Radar, die macht mich halt ein bisschen nervös. Und die Tatsache, dass die anderen beiden einfach da hinten und halt einer stehen. Wir rennen ja so rum. Ja doch, passiert ja nicht. Den Columbus-Zirkel erreichen. Ich verstecke mich schon mal hier oben. Oh,
Da oben haben sie schon wieder einen an der Laterne. Huch! An der Laterne aufgehangen. Wie haben sie den da hochgekriegt? Siehst du den? Mhm. Der muss damit mit Viagra hoch. So, ich hör doch die Leute schon reden. Ach, da hinten. Hier, komm mal hoch zu mir, da sind sie. Ja, ich sehe sie auch. 32er Level. Zeit für einen Sniper-Einsatz. Oh Gott. Du gibst das Signal. 3, 2, 1. Okay, der frisst mehr, als ich gehofft habe. Ja. Da kommt ein Sniper dazu. Wo sind denn die anderen zwei, Kasper? Die sind nicht mit reingerannt, weil das kleine gemeine Kinder sind. Ich treffe den Kopf nicht. Am besten kommst du hoch zu mir. Ja. Okay, ich komme nur hoch zu dir. Au, 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 au. Die schießen mit kleinen Steinen. Was? Au, au, au. Die werfen Steine. Wo ist er denn jetzt, der Typ? Ach ja, der steht direkt hier unter uns. Ah, das hat gut funktioniert. Okay, den erwische ich von da aus nicht. Ah, die Sniper sind fies. Oh, ja. Ach, die sind ja cool. Cooles Team, cooles Team. Und wir müssen jetzt erstmal da hinten um die Sniper kümmern. Ich weiß halt zwar jetzt nicht, ob die hochkommen. Aber Treppe. Machst du schon. Nachladen. Hab ihn. Ich kann dich gerade leider nicht healen. Bin ich tot? Nein. Nee. Aber ich kann doch. Warte. Ja. Was hast du jetzt gemacht? Verdammt. Ich sag doch, wir müssen erst die Sniper da hinten wegnatzen. Sonst wird das nix. Ich mein, hey, das wird sowieso nix, aber. Irgendwie ein bisschen Respekt davor, dass die gleich wieder hinter uns auftauchen. Noch sieht es vom Radar aber nicht so aus. Schade, der zweite hat nicht. Ich meine, ich glaube, unser Problem wird irgendwann werden Munitionsmangel. Davon gehe ich auch aus. Ich meine, ich würde ja mega feiern, wenn wir das zu zweit schaffen würden. Aber das ist sehr unwahrscheinlich. Ich verstehe halt nicht, warum die anderen abgehauen sind. Entweder wollten die wieder einen Glitch ausnutzen. Da bin ich aber kein Fan von. Oh, der war nett. Ich hab den Kopf getroffen von dem Typen da hinten. Oh. Da habe ich direkt den nächsten Mega daneben gesammelt. Oh, guck mal. Oh, aua. Aber die sind raffiniert, ne? Die schaffen es ja tatsächlich, die, wo die Energie schon fast down ist, ganz nach hinten durchzulaufen. So, kommt der eine Sniper, den haben wir jetzt dann tatsächlich auch endlich gleich mal. Na, zeigt euch. Wow. Ich meine, hey, das Gute ist, ich kann uns die ganze Zeit heilen. Ach ja, ich vergaß ja. Das Coole an der Waffe ist ja 25%ige Chance, den Typen zu erblinden, ne? Ja, genau. Oh, jetzt hat er sich gerade geduckt. Ich wollte gerade den linken. Pass auf. Wow. Ich verstehe mal, leck mich. Na, so, er ist das weg. Meine Munition sieht schlecht aus. Hast du ein Sphero geworfen? Ja. Fand ich mal. Hab ich gedacht, hat er mich gekriegt. Hat er einfach mal Ego erwischt. Juri! Nein! Stirb nicht! Okay. Nimm einen Schluck Wodka. Boah, können wir jetzt mal den netten Sniper dort hinten, ist nur noch einer. Verdammt! Was machst du denn? Immer wenn das Licht kommt, denke ich, krieg ein Foto und dann Immer wenn das Licht kommt, solltest du in Deckung gehen. Du solltest auch nur einmal schießen und dann direkt wieder in Deckung gehen. Zack. Geht doch. Ah.
bam, bam. So, jetzt sollte das hier unten ja... Ah, jetzt kann man endlich mal eine Nahkampfwaffe benutzen. Ja, deine Augen. Dein Kopf. Oh, jetzt wäre ich auch fast down gegangen. Schlucke den kalten Stahl. Wie viele sind es denn noch? Nicht mehr viele. Eine, zwei. Ein halber. Keiner? Ja, klingt gut. Haben wir es etwa... Wir haben die Mission geschafft. Nein, glaube ich eher nicht. Wir haben es geschafft, nicht direkt zu versagen. Jetzt ist nur die Frage, gibt es hier irgendwo Munition? Ja, so ein bisschen lag hier vorne bei den Hampelmännern, die hier im Schnee campen, ohne Zelt. Ja, das reicht aber nicht. Also haben wir so einen Bus umgekippt. Oh, ein JTF. Oh, 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 komm zurück, komm zurück. Ja. Oh, oh, Schrofflitten, Freunde. Ja, oh Gott, wir werden es nicht überleben. Nee, nee, also da musst du... Oh nein, die beißen mir den Hintern. Wir fahren hier um die Ecke, flüchten, gibt's noch Höhe? Nein. Du musst mit hochkommen. Alleine schaffe ich das nicht. Ich bin oben. Ich meine, das Schöne ist ja, dass die keine, nicht viel Rüstung aushalten, aber halt enorm viel Schaden machen. Ja, und dann sind noch die Gelblinge, ne? Die Gelblinge sind egal. Die Leute, die Schrofflintentypen müssen weg. Also die ganzen Nahkämpfer müssen halt erstmal dran glauben. Mhm. Nur damit wir jetzt dann gleich im Nachhinein eine Chance haben. Aber interessanterweise trauen sie sich nicht hoch. Ich kann nicht schießen. Mann! Oh, dieses Auto-Aim. So, erster Schrotflintenfreund ist weg. Ich weiß noch nicht, wer mich da die ganze Zeit unter Beschuss nimmt. Der Gelbe hier unten auf der Straße, würde ich behaupten. Wahrscheinlich, ne? Zero, du bist dran. Für alle Freunde von den Pokémons. Nee, doch, war doch. Gonna catch 'em all. Das hast du sehr fein gemacht. Von dem Gelben, die Rüstung ist fast weg. Jetzt wirft er eine Granate. Nicht. Oh, sie hat es nicht hochgeschafft. Gott sei Dank. Okay, die hat es hochgeschafft. Ja. Oh. Also die Rüstung ist bei allen so ein bisschen. Oh, da kommt einer hoch. Kann er direkt, unten. Kann er direkt ja, unten bleiben. Den habe ich nach unten geschickt, also nach Hause geschickt. Ja, das Problem ist, musst du da vorne hin. Der eine Gelbe links. Genau, der Gelbe ist gleich weg, der verabschiedet sich. Ja, so, der ist ausgewechselt worden. Aber ich glaube, es kommt einer hoch. Oh, pass auf, Frank! Weg. Ah, oh, der Gelbe hat natürlich auch was Gelbes fallen lassen, damit locken sein immer, dass man direkt... Stimmt! Wie mit einer Motte zum Licht. Mhm. Ja, wir zeigen keine Gnade. Jetzt entspannt euch mal. Kurz mal hier wieder ein bisschen Gift spritzen. Also echt, ne, vor den Schrotflintentypen habe ich echt am meisten Respekt. Mhm. Da musste ich kurz healen, als ich einen Zero geworfen habe, hat er mich erwischt. Mann, voll vorbeigesammelt. Fuck. Da kommt einer hoch. Hier unten ist auch noch ein Schrotflinten. Ah, den habe ich nicht gebacken, danke. Ja, gut, dass du was gesagt hast. Ich hätte ihn jetzt nicht gesehen. Ich glaube aber, hier ist irgendwo noch ein Schrotflinten. Ja, der eine steht hier in dem Krankenhaus. Zwei sind es noch. Oh, pass auf, ich glaube, es kommt einer hoch. Ja. Oh. Da geht er. Er kam, er sah, er starb. Mhm. Und traute seinen Schuhen nicht. ich schmeiß da mal eine Brandgranate runter. Hoffe ich irgendwie. Ja. Ja, hier, so, Kollege. Ach, Granaten gibt's ja auch noch. Die hab ich total vergessen. Hier,
Oh, das hat nicht gut funktioniert. Oh Gott, was machen wir, wenn wir gleich keine Munition mehr haben? Ja, da kommt einer hoch. Oben, 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 oben. Weg. Sehr gut. Ah, fuck, der hat nicht gekriegt, bevor ich den Daumen machen konnte. Der kommt aber auch hoch. Ja, aber der hat fast kein Leben mehr. Ja. Ich halte dein Auge auf die Treppe. Ich will. Na gut. Da kommt er. Solange wir schießen, wir haben den Zaun weg, ne? Zack. Den Teil von. Oh, da ist noch einer! Ja, ist getroffen. In der Tat. Tödlich getroffen. Oh, kommt noch einer hoch. Jetzt wollen sie es aber wissen, du. Ich glaube, der hat noch volles Leben. Da kommt er. Ja. Da kam er. Raus kommt noch einer. Ich muss nachladen. Da ist er. Und auch der geht. Ich glaube, das war der letzte Schrotflinten-Heini. So, von meiner Übersichtskarte sieht das tatsächlich so aus. Krass, guck mal, wie die sich auf der Treppe da tummeln. Sehr schön, weg mit ihm. Hinfort, aber da kommt immer wieder was nach, siehst du? Echt? Noch mal drei. Ja, drei, vier, vier sind nochmal nachgekommen jetzt. Okay. Aber wir müssen die Sperre durchbrechen. Ja, nicht, dass wir irgendwie durchlaufen müssen. Ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das kannst du auch vergessen bei der Anzahl gepanzerter Einheiten. Da kommt einer. Nein, nein, nein. Ja, ich glaube, da kommt noch einer. Wir werden das nicht schaffen. Weil meine Munition sich gleich dem Ende neigt. Ja, und da kommt wieder was Neues gespawnt. Ich weiß halt irgendwie noch nicht, wie man das schaffen soll. Also. Und das war's mit der Munition. Ich glaube, jetzt kommen welche hoch. Ja, verdammt, der hat mich. Ja, da kommt einer hoch. Ja, ist natürlich schlecht, wenn du dich genau in meine Schussbahn stellst, Freund. Oh, hier. Ah, du hast dich genau, ja, du hast dich genau in meine Schussbahn gestellt. Tu was! Tu was! Tu was, Mann! Der Krieg ist ein Scheiß dagegen. Ich hab noch 17 Schuss, aber irgendwie, warum auch immer, wir haben's überlebt. Ja, oh, und der ist runtergefallen. Aber sind jetzt keine. Es sind keine neuen, doch, verdammt. Ah, guck mal, da kommen nochmal drei Stück in die Ecke. Gar nicht. Ja, hier hinten unten steht auch noch einer. Tja, wo kriegt man Munition her? Ich treffe den. Jetzt hab ich. Hinter dir! Hinter dir! Ja, ich seh's. Nein. Ah, das ist ein jähes Ende. Ja, das Problem war, du hast dich halt wieder genau in meine Mitte gestellt. Also ich hab dir halt wieder meinen Rücken geschossen. Ich hab dich getötet. Du hast mir in den Rücken geschossen. Du Schwein. Kann ich ja nichts dafür. Du bist schuld. Ich bin schuld. Klar bist du schuld. Weil ich der Mann bin, ne? Der hat immer Schuld. Ich verstehe auch nicht, warum die anderen Jungs abgehauen sind, Tito. Ja, weil die gesehen haben, dass wir zu cool sind. Ich brauche Munition. Ich glaube, meiner hat sich einen Finger gebrochen, so wie der da liegt. Der spreizt den sehr unnatürlich ab. Ach, du liegst halt so lange, bis ich dich heilen komme, ne? Ja, also für immer. Ja, würde ich jetzt auch mal behaupten.
bin zu weit weg, was die Deckung angeht. Warte, Orte agen. Beobachtet steht jetzt bei dir. Ich bin das rote X, ich bin der Schatz auf deiner Karte. Ja, aber ich glaube, das wird nichts werden. Ich hab zu wenig Muni dabei. Ich musste näher ran. Kehre zu Spieler zurück. Ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt zu nah rangehe, dass die Schrotflintenfreunde auf mich zugelaufen kommen. Also oben sehe ich keinen, aber unten stehen wahrscheinlich. Fällte dich nicht. Da kommt irgendwas auf dich zugelaufen, relativ schnell. Ja, der Hund. Oh, ich kann eine Spielersuche laufen lassen. Weil ich tot bin. Das muss neu sein. Ja, mach mal. Habe ich gerade angesteuert. Ja, jetzt sagt er auf einmal, ist nicht möglich, aber so. Okay, ein bisschen Munition habe ich gefunden. Lustig ist, weil viele so Beliebtheit 2 Punkte von irgendwie 12. Ja, scheint sehr beliebt zu sein. Nee, lässt mich halt nicht weitermachen. Ne? Ich kann es zwar anklicken, aber. Ich brauche halt irgendwo Munition her. Dringend. Ich sollte mal besser schießen. Ist ja die Frage, kommen immer wieder neue oder war es das denn jetzt auch erstmal? Also ich sehe aktuell 1, 2, 3, 4. Genau, 4 sehe ich auch. Die laufen halt hektisch durcheinander. 3 sind direkt vor mir, einer ist hinter mir. Ja, ich habe nur noch 9 Schuss in meiner Sniper. 8. Ja, mach's 10. Doch wie Deadpool, du brauchst doch. So. Sind's noch 3, aber jetzt muss ich angreifen. Und das wird gegen die Leute mit der Schrotflinte schwierig. Oh, und da sind neue gekommen. Katze knicken. Ja, es geht nur zu 4, 2 müssen halt den Widerstand in Schach halten, die anderen machen die Sprengung. Ich glaube, nur so könnte es funktionieren. Definitiv interessant, das mal gesehen zu haben. Ich glaube, die dürfte machbarer sein wie Fallen, also Falcon Lost. Ja, da hat man ja auch schon dick zu tun. Das ist richtig. Ist ja doof, dass es, also was mir so ein bisschen fehlt, ist, dass sie keine Munitionslager eingebaut haben. Oder so spärlich gesät haben, dass es fast unschaffbar ist. Gut, ich meine, zu zweit ist es eh unschaffbar. Genau. So, du, also, solltest wieder leben, ne? Ja, genau. Ich komme auch in deine Richtung gerannt. Ach Quatsch, warte mal. Der eine hat doch was Gelbes gedroppt. Ja, das müsste weg sein. Das fände ich schade. Weil der Rest ist nämlich liegen geblieben hier, so aller Munitionspakete und. Toll, also erste Hilfe-Packs. Ja, das Gelbe ist weg. Und so ist alles geblieben. Das Gelbe ist weg. Die Schweine. Ja, haben wir jetzt sehr viel von der Mission gesehen. Ich meine, das Bild war sehr schön, wie die ganzen Leichen hier auf der Treppe oben lagen. Das war gut, ja. Das hatte sowas von Domino. Es lief auch größtenteils ganz gut, bis du gestorben bist. Und sich die Munition dem Ende geneigt hat. Ja. Ja, das ist doch schön und damit neigt sich auch direkt die Folge dem Ende. Richtig. Ich denke, also wir werden es nochmal versuchen. Das sind wir unseren Fans ja hier schuldig. Wir haben natürlich auch ein paar Spieler-Buddies im Petto, die sich auskennen und mit denen wir auch kommunizieren. Mit denen kann man das dann besser in Angriff nehmen. Allerdings waren wir heute Abend nicht so spontan verfügbar.
So sieht's aus. Wo bist Kannst du? Kannst du nochmal zu mir kommen? Siehst du dieses verstörende Bild hier? Die zwei Männer, also Frau und Mann, die da trauern um den JTF-Typ? Ja. Das war ihr Sohn. Jeff. Erschlagen vom Baukrangerüst, als er den Transporter klauen wollte. Bad Karma-Punkte. Hat der Hund mich gerade angefallen? Ja, der hat dich angebellt. Geh bloß weg. Das war nur ein Warnschuss, ich habe nicht den Hund erschossen. Hat keiner gesehen. Nee, ich habe ihn wirklich nicht erschossen. Ja, ja, würde ich auch behaupten. Ja, nur weil ich nicht wusste, ob du drauf hältst. Da, Frank hat den Hund erschossen. Hast ihn. So eine Art. So, kommen wir verabschieden uns in der Sonne. Warte. Falsche Seite? Ja, ja, ich muss so hier hoch. Zack. Die Sonne unterstreicht das Grün in deinen Augen. Die kannst du gar nicht sehen. Hast du schön gesagt. Ja, war eine halbwegs erfolgreiche Folge. Wir haben sie auf jeden Fall gefüllt bekommen. Ich bin ab und zu echt mal froh, dass, so leid es mir tut, Frank, dass man meinen Monitor sieht und nicht deinen. Das sind halt so viel, fünf Minuten einfach nur gesehen, wie du... Ja, wobei, dann hätte man... Warte mal, wenn ich gestorben wäre, dann hätte man dein Gameplay ja auch mal aufzeichnen können. Ja. Ja, fürs nächste Mal, ich sterbe dann einfach. Genau, dann gehst du auch Spieler beobachten und dann kann man zusehen, wie meine Poritze fünf Minuten in den Himmel leuchtet. Genau. Das finde ich gut. Ich finde, das ist ein schönes, das war das Wort zum Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.